Hallo meine lieben Freunde, es geht weiter mit dem 11. Tierkreiszeichen im chinesischen Horoskop, dem Hund. Der Hund ist treu, mutig und sanft. Er ist bodenständig und man kommt mit ihm sehr gut zurecht. Fühlt er aber eine Gefahr für seine Familie oder für sich, dann kämpft er mit sehr großem Mut. Für 2018 sind für den Hund keine Veränderungen vonnöten. Er hat nichts zu befürchten und kann sich in Harmonie wiegen. Er sollte seine wichtigsten Ziele verfolgen, aber seine Liebsten dabei nicht vernachlässigen. Deshalb rate ich dem Hund, bleibe so, wie du bist. Zur Liebe. Der Hund wirbt um seine geliebte Person ganz nach der alten Schule. Er kann sehr charmant und zuvorkommend sein. Allerdings will sein Herz öfters etwas anderes als sein Verstand. 2018 solltest du deine Kontaktfreudigkeit ausnutzen und die Initiativen ergreifen. Werde aktiv, wenn du dein Glück in einer bestehenden oder neuen Beziehung finden willst. Doch bleibe dabei geduldig. Karriere und Beruf. Der Hund eignet sich hervorragend für soziale Berufe. Er ist ehrlich und loyal zu seinem Vorgesetzten, der ihm vertrauen kann. Dieser macht ihn auch gern zu seiner rechten Hand, da interne Dinge beim Hundgeborenen gut aufgehoben sind. 2018 zeigt sich bei diesem Tierkreiszeichen insbesondere sein Ehrgeiz. Doch es wird schwer für ihn, eine Beförderung zu erreichen. Selbstständige sollten in Immobilien investieren. Diese werden sich auszahlen und in der Karriere gibt es einen Schub nach vorne. Da du im eigenen Jahr das eigene Tierkreiszeichen, dem Erdehund, geboren bist, solltest du dich von deinem beruflichen Stress mit Spaziergängen erholen. Auf deine Gesundheit solltest du 2018 besonders achten. Du bist speziell in Verletzungen des Bewegungsbereiches wie Arme und Beine gefährdet. Da du durch Stress zu Skrupellosigkeit neigst, können Spaziergänge an einem See, sonstige Gewässer oder in einem Park von großem Nutzen sein. Das nächste Tierkreiszeichen ist das Schwein. Es ist das 12. und letzte Tierkreiszeichen. Herzlichst, eure Deria.